Nächste Frage hat der Reitschuster. Die Spannung war groß. Die erste Bundespressekonferenz mit dem neuen Sprecher des neuen Bundeskanzlers. Für mich war es eine Enttäuschung. 2G bedeutet, dass ich nicht mehr in den Saal kann. Man hat mich immer vertröstet, dafür könnte ich ja online die Fragen stellen. Das habe ich heute versucht, aber die wurden einfach ignoriert. Umso erstaunter war ich von dem, was hier geschah, was ich in der Live-Übertragung, die ich intern immer noch verfolgen kann, zu hören bekam. Die Fragen zu Telegram. Kommentatoren haben bei mir geschrieben, sie haben den Eindruck, den Kollegen könne es hier gar nicht schnell und streng genug gehen mit der Kontrolle der Meinungsfreiheit. Wie das ist, davon können Sie sich selbst ein Bild machen. Ich habe mein traditionelles Video heute wieder zusammengeschnitten von der Bundespressekonferenz. Ich zeige es nicht hier auf dem Zensurkanal, sondern im zensurfreien Internet und zwar diesmal exklusiv bei Getter. Das ist die zensurfreie Alternative zu Twitter, Facebook und allmählich auch zu YouTube, weil man jetzt dort auch Videos hochladen kann und auch Livestreams machen kann. In dem Video geht es auch um die Corona-Fragen heute. Lassen Sie sich da überraschen, was gefragt wurde. Das ist in meinen Augen sehr erstaunlich. Übrigens, am Dienstag gab es eine nicht öffentliche Bundespressekonferenz unter 2, wie man sagt, also vertraulich. Und als jemand, der wegen 2G nicht in den Saal kommt, ist man da jetzt gänzlich ausgeschlossen, weil es da auch nicht die Live-Übertragung intern im Intranet gibt. Also ist die große Frage, haben wir jetzt eine Zwei-Klassengesellschaft unter Journalisten? Gilt die Pressefreiheit nur noch für Geimpfte und Genesene? Fragen über Fragen. Gehen Sie mit mir rüber auf Getter, gehen Sie ins freie Internet. Da werde ich jetzt auch viel mehr machen und viel öfter sein. Lassen Sie ein Abo da. Und schauen Sie sich hier im Nachklapp im Backstage noch einmal an, wie familiär die Vorstellung war des neuen Sprechers. Denn wie sich herausstellte, war er früher selbst im Vorstand der Bundespressekonferenz. Man kennt sich und man duzt sich. Schauen Sie da also rein. Schauen Sie auch noch mal auf die Seite, die hatte 2. Geburtstag. Und dazu gibt es einen Bericht auf der Seite. Da können Sie auch an einer Umfrage teilnehmen, wie Sie die Seite weiter sehen möchten. Und Sie können auch noch einen von den neuen Gutscheinen gewinnen. Auch ein ideales Weihnachtsgeschenk für den Merchandising-Shop. Ich warte immer noch auf einen deutschen Begriff, mit dem man das ersetzen könnte. Fanartikel ist mir aber zu dumm. Ich bin kein Star und ich will auch keine Fans haben. Ich habe Leser. Also vielleicht Lesershop, aber das klingt auch dumm und ist auch schon wieder denglisch. Also vielleicht haben Sie eine gute Idee, aber jetzt mit mir rüber auf Getter oder vielleicht zuerst noch kurz das Backstage anschauen. Alles Gute, danke, ciao. Nächste Frage hat der Reitschuster. Besonders begrüßen möchte ich heute den neuen Regierungssprecher, Staatssekretär Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Einige von Ihnen, fast alle, zum jetzigen Zeitpunkt ja, bleiben wir uns erhalten. Andere kommen sicher noch mal hinzu. Und von anderen müssen wir uns oder haben wir uns schon verabschiedet. Für die vergangene und auch für die künftige Zusammenarbeit möchte ich mich jetzt schon mal im Namen der Bundespressekonferenz herzlich bedanken. Manche Dinge müssen sich in den nächsten Tagen sicher noch zurechtschütteln. Etwa das noch in Gründung befindliche Bauministerium wird noch vom Innenministerium vertreten. Auf einzelne Vorstellungen würde ich heute aus Zeitgründen verzichten. Umso herzlicher seien Sie alle begrüßt. Lieber Steffen, du brauchst von mir keine guten Ratschläge über die Funktion und die Funktionsweise der Bundespressekonferenz. Das kennst du alles aus dem FF, nicht zuletzt aus den letzten Jahren als Sprecher des Bundesfinanzministers. Aber auch, weil du zwar nicht der erste Regierungssprecher bist, der Journalist war, aber einer der wenigen, der auch mal Mitglied des Vorstandes der Bundespressekonferenz war. Das galt für dir, vor dir schon für unseren ersten Vorsitzenden Rüdiger von Wechmar, die späteren Regierungssprecher, der später Regierungssprecher bei Willy Brandt wurde, ebenso Konrad Ahlers, der auch für Brandt sprach, und Hansi Klein, Regierungssprecher von Helmut Kohl. Keine Ausnahmesituation also, aber auch keine Normalität. Es macht dich und deine Vorgänger zu besonderen Kennern der inneren Haltung der Politik, aber auch der inneren Struktur der Bundespressekonferenz. Viele der Kolleginnen und Kollegen werden sich erinnern, dass mit Steffen Hebestreit auf dem Stuhl des Leitenden und Gastgebers der Regierungspressekonferenz eine Art Revolution verbunden war, die manchmal und die man
verbunden war, die unsere, manchmal in ihren Traditionen ruhende Organisation, echt bewegt hat. Steffen Hebestreit verzichtete auf die bis dahin übliche Krawatte zu Hemd und Anzug, wie heute auch. Was für manche damals ein No-Go war, war für andere ein modernes Statement. Der Bundespressekonferenz hat es nicht geschadet und dir offensichtlich auch nicht. Lieber Steffen, Bundeskanzler Scholz hat bei deiner Amtseinführung in der letzten Woche mit Blick auf die Arbeit des Regierungssprechers gesagt, Zitat, es ist eine verantwortungsvolle Tätigkeit, die Informationen der Bundesregierung zu organisieren und dafür zu sorgen, dass in der Demokratie die Kommunikation zwischen Regierung und Öffentlichkeit gut funktioniert. Ich glaube, man kann das gar nicht kleiner sagen. Zitat Ende. Und er hat seine neuen Sprecher, dich, lieber Steffen, und deinen Stellvertreter Wolfgang Büchner, den wir heute als stillen Zuschauer begrüßen, mit einem Vertrauensbonus versehen. Ein Vertrauensbonus, der, wie soll man sagen, eine Art Beschreibung dessen war, was einem hier in der Bundespressekonferenz erwarten kann. Olaf Scholz sagte, wenn man selbst schon mal Journalist war, dann hilft einem das. Und es hilft einem auch zu akzeptieren, dass die Fragen kritisch sind und dass sie streng sind und dass nachgehakt wird. Denn das hat man alles schon einmal selber getan. Und es ist richtig so. Zitat Ende. Wir vertrauen darauf, dass der neue Sprecher der Bundesregierung sich dieser Aufgabenstellung bewusst ist. Uns ist allen klar, dass unsere Rollen, die Aufgabe für die Regierungssprechenden und die unsere, die Haltung der Regierung zu hinterfragen, unterschiedlicher kaum sein könnten. Die Trennung von Journalismus und Politik hat in unserer Demokratie eine lange Tradition und sie hat uns stärker gemacht. Die neue Ampelkoalition hat sich zur Aufgabe gestellt, durch mehr Transparenz unsere Demokratie zu stärken. Das Prinzip des offenen Regierungshandelns soll Grundlage sein. So steht es im Koalitionsvertrag. Wir werden die Regierung, ihre Sprecherinnen und Sprecher daran messen, mit klaren Fragen und in Erwartung klarer Antworten, auf Augenhöhe und mit Respekt. In diesem Sinne freuen wir uns auf die Zusammenarbeit. Ja, lieber Matthias Feldhoff, die Latte könnte nicht höher liegen. Ich bedanke mich erstmal für die vielen freundlichen Worte, die ich so nicht erwartet hatte, nicht weil du wahnsinnig unfreundlich wärst, sondern weil das ja eigentlich nicht der Umgang ist in der Bundespressekonferenz mit denen, die hier die Fragen stellen und denen, die hier nach Kräften die Antworten liefern soll. Klar, die BPK ist nicht neu für mich, auch wenn dieser Platz, wie ein kluger Mensch, mit dem ich mich im Vorfeld unterhalten habe, gesagt hat, das ist schon was anderes, wenn man in der Mitte sitzt. Schauen wir mal, ob wir irgendwann wieder so weit kommen, dass es tatsächlich die Mitte wird. Hoffen wir darauf. Vielleicht kurz ein paar Worte noch vorab. Die neue Regierung hält natürlich, und da spreche ich auch für meinen Kollegen Wolfgang Büchner, der da hinten bescheiden, einsam sitzt, an der Tradition fest, hier nach Möglichkeiten dreimal die Woche Rede und Antwort zu stehen. Es ist ein einmaliges Format und alles, was man vielleicht mahnend oder kritisch dazu auch äußern kann und das ich in meiner früheren Funktion im Vorstand auch mal kritisch diskutiert habe mit den Kolleginnen und Kollegen, das hat Steffen Seibert hier vergangenen Montag, fand ich, auf sehr schöne und doch auch annehmbare Weise formuliert. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Je mehr Leute mir hier gegenüber sitzen und den Kolleginnen und Kollegen aus den Ministerien, umso spannender für alle Seiten. Die neue Bundesregierung will mehr Fortschritt wagen. So haben es die Spitzen, die hier vergangenen Dienstag gesessen haben, also Bundeskanzler Olaf Scholz, Vizekanzler Robert Habeck und auch Bundesfinanzminister Christian Lindner gezeigt. Die sind hierher gekommen und haben Rede und Antwort gestanden. Und sie werden das auch in regelmäßigen Abständen wieder tun, da bin ich ganz sicher. Prioritäten dieser Regierung sind klar. Ich komme ganz kurz darauf. Es ist natürlich das Erste, die Corona-Pandemie zu bekämpfen. Dabei setzen wir im Augenblick vor allem auf die Impfkampagne und das Boostern. Gerade mit Blick auf die neuen Varianten ist das das A und O, dass wir möglichst schnell möglichst viele Leute auch noch geboostert bekommen. Darum kümmert sich die Bundesregierung als Ganzes, der Bundeskanzler, aber auch das Bundesgesundheitsministerium, der Bundesgesundheitsminister nach Kräften. Das zweite große Thema, Kampf gegen den Klimawandel mit einem ganzen Bündel von Maßnahmen, die den Ausbau unter anderem von Windkraft auf hoher See und an Land und auch die Solarenergie betreffen. Da braucht es verlässliche Planung, schnellere Genehmigungsverfahren, damit die ehrgeizigen Ziele auch erreicht werden können. Und es geht um mehr Respekt und Zusammenhalt in der Gesellschaft und um ein souveränes und starkes Europa. Lassen Sie mich vielleicht noch anknüpfen an das, was Matthias Feldhoff eben gesagt hat. Wir befinden uns am fünften Tag
in dem die Bundesregierung im Amt ist. Mit Ausnahme, das habe ich eben noch mal gecheckt, mit Ausnahme des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales haben alle Häuser neue Chefinnen und Chefs, bis auf das Bauministerium, das hat noch kein Haus. Die sind noch auf Suche. Das heißt, Stäbe müssen sich finden, Abläufe müssen sich einspielen, Abstimmungswege etablieren. Mir geht es da als Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung nicht anders als vielen Kolleginnen und Kollegen. Und die, die Sie hier schon kennen, die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, die haben plötzlich neue Chefs, mit denen sie sich eingrooven müssen. Insofern bitte ich nicht um Schonzeit, aber doch vielleicht um etwas Verständnis, wenn manche Frage dem hehren Anspruch, den Mathis Feldhoff formuliert hat, nicht sofort nachkommen kann, dass man sich manchmal rückversichern muss oder etwas in Klärung befindet, bevor man es hier äußern kann. Ich verspreche Ihnen, unser Ziel ist eine transparente Kommunikation. Wir versuchen nach Kräften, Ihre Fragen tatsächlich zu beantworten. Und damit soll es aber jetzt auch genug sein mit den salbungsvollen Worten, würde ich vorschlagen. Ja, an diesen Worten wird sich Herr Hebestreit auch messen lassen müssen.